Sonnenschein, wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen, macht euch bereit. Drei für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erlegen. Jetzt kommt es dick, Mann. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Ja, ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer, Sommer. Oh, willkommen, 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 Sonnenschein. Den ganzen Tag am Strand sehen wir uns die Melonen rein. Ja, Tequila, 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 Wonderbra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erleben. Jetzt kommt es dick, Mann. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, Buddy vs. DJ The Wave und ab in den Süden. Quasi ein Urlaubsvideo, wie Papi es sich wünscht. Mit lauter Schnitsche. 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 Martin, wo wir gerade bei Schnitsche sind, hast du ein Schnitsche? Mal sehen. Twitter-Ansage. Mal sehen. Also es gibt da schon wen, willst du sagen, aber das ist noch wen nicht. Denn? Ich weiß es nicht. Ja, du vielleicht hast du irgendwas gehört, Gerüchte? Ja, ich habe haufenweise Gerüchte. Also ich glaube, erst hattest du die Alexandra Kamm, dann die Janet Biedermann und dann den... Ich hatte sie alle. Nee, Quatsch. Nein, um Gottes Willen. Warte, also, was du hier sagst, ist natürlich ne, gefährlich. Nein, es, da gibt's was und man wird sehen, wie es sich entwickelt. Erstmal. Echt? Na dann viel Glück. Weil die Zeit ist ja im Moment nicht so das, was ich zur Verfügung habe für die Beziehung. Aber wäre schon schön, gell? Wäre schon schön, ja. Tja, na da gucken wir mal. Ich bin ja gespannt. Und gespannt bin ich auch, weil deine Single ist ja nun draußen und wir nähern uns unweigerlich der Chartspitze. Und was ist? Schon wieder nicht. Denn als nächstes gibt's jetzt Lumi D. Die ist diese Woche auf Platz 2 mit Busta Rhymes und Fabulous und Never Leave You. Auf dem Abstieg in der Hitlist Germany, aber so gerade noch in den Top 10 kleben geblieben, Stacey Orico mit Stuck von 8 auf 10. Es gibt Schöneres, als auf die 9 zu fallen. Nur RZA und Sylvia, die kennen nichts. Gute Gewinner lächeln auch, wenn sie 3 Plätze verlieren. Star Search The Kids und Smile auf der 8. Deutschland dreht Scooter langsam, aber sicher die Lautstärke ab. Maria, I Like It Loud, runter auf Platz 7. Mit ihrem Magic Key öffnen One T und Cool T diese Woche den Platz 6 rauf von der 9. Für The Rasmus sieht's gerade von Woche zu Woche düsterer aus. In The Shadows landet auf dem 5. Platz. Ein echter Ösi weiß, wann es Zeit ist, ins Tal aufzubrechen. DJ Ötzi kraxelt mit seinem Burger Dance von der 3 auf die 4. Teure Videos müssen gar nicht sein, finden Buddy vs. DJ The Wave. Die Kohle kann man auch am Strand versaufen. Ab in den Süden torkelt von der 2 auf die 3. Oh, au weh. Lumi D wird fallen gelassen und landet mit Never Leave You auf der 2. Und wir
wir kommen jetzt zu Platz 1 in den deutschen Singlecharts. Die meistverkaufteste Scheibe, es ist unfassbar. Er geht ab wie Schmitzkatze. Von 0 auf 1, Angel of Berlin. Jawohl, geil. Geile Meile, oder? Hammer. Wie fühlt sich's an? Genial, vor 6 Wochen habe ich noch irgendwo in der Fabrikhalle gesessen. Und jetzt bin ich von 0 auf 1. Schon heftig. Jetzt rockt genau diese Scheibe hier die Charts. Und was ist, ihr könnt sie gewinnen. 5-mal die Single und 5-mal das Album. Schreibt uns einfach mal, und zwar haben wir ja schon ein bisschen was preisgegeben. Wann kommt das Album raus? Der Martin hat's gesagt, wenn ihr es noch wisst, schreibt an charts@mtv.de und das Ding ist euers. Geil. Geil. Würde ich sagen, wir gucken uns gleich mal an. Du hast das Video gedreht, anständigerweise Angel of Berlin natürlich. In Berlin, klar. Und wie war's? An verschiedenen Locations, Kudamm, Schönhauser. Und so weiter. Und war Meute mit dabei? War sehr heiß gewesen, vor allen Dingen. Und ja, da war immer ein ziemlicher Auflauf, gerade am Cooler. War sehr viel Spaß. Ja. Echt cool. Dann gucken wir uns gleich mal an. Das war's für mich. Besten Dank, dass du da warst, Martin. Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Und wir gucken uns jetzt mal deine Single an. Hier ist Platz 1, Angel of Berlin von Martin Kesetü. Yeah, yeah. Where have you been?